Ich möchte euch wieder recht herzlich begrüßen hier bei meinem Kanal und heute werde ich euch zeigen, wie ich Süßkartoffeln anpflanze. Und zwar habe ich hier schon Süßkartoffeln angepflanzt. Über die genauen Zeiten, wann ich begonnen habe, werde ich in den Pausen, wo ich verschiedene Arbeitsschritte mache, näher darauf eingehen. Also hier habe ich die Süßkartoffeln eingepflanzt in ein paar Dosen, die ich übrig hatte. Und hier sieht man schon schön die Ranken und wo ich den Schnitt mache für die Stecklinge. Hier habe ich eine Unterlage vorbereitet, also mit Anzuchterde angefüllt. Und hier werde ich die Stecklinge einpflanzen. Am Ende des Videos sieht man natürlich auch schon die Erfolge, denn das ist schon die zweite Lage, die ich gemacht habe. Also eine Lage hat 54 Stück und im Prinzip habe ich jetzt schon 108 Stück angepflanzt. Und zwar mache ich hier den Schnitt. Direkt unter dem Blatt machen sie die Luftwurzeln. Die Süßkartoffeln machen und den Ranken ja Luftwurzeln. Und jetzt nochmal kurz zu den Zeiten. Ich habe im Jänner schon begonnen, also Mitte Jänner habe ich die Süßkartoffel eingepflanzt in die Dosen, zur Hälfte mit Erde, bedeckt die Süßkartoffel nach dem ersten Monat waren dann schon die ersten, also nach 3 Wochen ungefähr waren die ersten Knospen zu sehen. Hier habe ich jetzt schon eine Ranke. So eine Ranke kann man einige Stecklinge machen. Hier mache ich den Schnitt oder ungefähr bei einem Drittel des Blattes. Denn ein paar Zentimeter stehen natürlich in den Topf rein. Die Erde sollte natürlich schön feucht sein. Und jetzt werde ich die dann einpflanzen. Der meine Videos schon verfolgt hat, eventuell meine Bienenzuchtvideos, ich glaube die Folge 5 oder 6, da habe ich den Acker gezeigt, wo ich die Pflanzen einsetze. Und zwar möchte ich euch mit euch die Erfolge teilen und vielleicht habt ihr dann Lust, vielleicht im nächsten Jahr, heuer wird es ein bisschen schwer ausgehen, das nachzumachen. Und jetzt werde ich die Schnitte machen. Ich habe gleich eine Schere genommen und jetzt schneide ich die einfach ab. Das funktioniert super. Ich habe beim ersten Mal den Mond ein bisschen berücksichtigt. Und zwar kann man da eben einige Stücke schon verwenden. Also da bringt man wirklich sehr viele Stücke raus. Ich glaube, wenn ich ein bisschen früher damit angefangen hätte, hätte ich 150 Stück geschafft. 150 Stück hätte ich für die Ackerfläche gebraucht, denn pro Quadratmeter werden in der Regel 3 Pflanzen verwendet. Und ich habe mir gedacht, dass ich also 50 Quadratmeter mit den Süßkartoffeln anpflanze. Nebenbei habe ich auch gerade ein Projekt, wo ich Tabak anpflanze. Das Video wird in den kommenden Folgen auch hochkommen, also auch ganz interessant. Und ich möchte auch kurz auf meine Pilzvideos hinweisen, der sich interessiert über Pilze und wo man sie findet. Ist ganz interessant, was man daraus machen kann. Also ganz interessant für den einen oder anderen. So, hier sieht man jetzt schon, ich habe überall Löcher reingemacht in die Erde und da stecke ich im Prinzip jetzt die Pflanzenstücke einfach rein. Es ist nicht zwingend notwendig, dass die Pflanzen Luftwurzeln schon haben, denn die bilden sie. Ich habe es auch in der Hydrokultur, also ich habe eine Hydrokultur gemacht, aber es funktioniert besser mit der Erde. Ich kann euch dann einen Vergleich zeigen, aber da mache ich dann ein extra Video. Also Hydrokultur verglichen mit den Erdensetzlingen. Zwar bilden sie sehr schöne Wurzeln, aber es ist keine Blattentwicklung. Ich bin hier ja nicht so vom Fach, aber versuche auch ein bisschen zu probieren. Ne? So, hier sieht man jetzt schon die Pflanzen, die ich jetzt, die Ranken
runtergenommen habe. Vielleicht schaffe ich noch, aber ich glaube, das wird nichts mehr werden. Ich werde dann die ganzen Kartoffeln einsetzen. Hinterhalb habe ich auch eine Korkenzieherweide. Also sieht man auch Korkenzieherweiden. Hier sind sie eingesetzt. Wichtig ist, dass man, wenn man sie festdrückt, kann man auch einen Pikierstab verwenden. Also die Zugbewegung, also auf Zug leichten Halt haben die Pflanzen. Also wenn man an den Blättern ein wenig zieht, die man eingesetzt hat. Und jetzt gieße ich sie noch ein. Gebe dann noch ein bisschen Frischhaltefolie drüber und stelle sie ans Fenster, ans Licht. Wichtig ist, dass die Pflanzen nicht kalt haben. Und das war dann eigentlich schon das Wichtigste. Und jetzt, Moment. Hier sieht man jetzt schon die ausgetriebene Lage. Also die habe ich schon eingepflanzt vor ungefähr einem Monat. Vor einem Monat habe ich die angesetzt. Und die sind schon super weitergekommen. Also wenn man ein bisschen zurückspult im Video, sieht man ja die kleinen Setzlinge. Und das war's mal bis jetzt. Ich werde dann eine neue Folge drehen, wenn ich sie in die Erde einpflanze. Danke fürs Zusehen!